Stuttgart 21 wird deshalb weitergebaut, weil der Ausstieg für das Unternehmen Bahn, aber auch für die Bundesrepublik Deutschland wesentlich teurer kommt als die Fortführung des Projektes. Die Kosten trägt nach jetziger Beschlusslage erstmal die Bahn AG, aber der Aufsichtsrat hat dem Vorstand auferlegt, sich einerseits bei den Projektpartnern entsprechend der Sprechklausel, aber auch beim Bund einzubringen und zu sagen, dass sie sich an diesen Mehrkosten auch zu beteiligen haben. Also eine neue Infrastruktur, Schieneninfrastruktur in Stuttgart und um Stuttgart mit der Anbindung Wendling umzumachen, hat immer Sinn. Die Frage ist, ist es wirtschaftlich? Aus heutiger Sicht würde man ein solches Projekt höchstwahrscheinlich nicht mehr beginnen, weil die Mehrkosten und die Gesamtkosten teurer sind, als das vernünftigerweise bei einem Projektplanung passiert. Das ist allerdings ein Problem, das in Deutschland zwischen einer ersten Planung bis zum ersten Zug 30 Jahre vergehen und wir jetzt mittlerweile fast 20 Jahre hinter uns haben und damit Mehrkosten oft gar nicht kalkulierbar sind. Das heißt, wir brauchen in Deutschland erstens ein viel schnelleres Planungsrecht mit einer stärkeren Bürgerbeteiligung und wir dürfen in Zukunft nicht 30 Jahre planen und bauen, sondern das muss schneller gehen, dann werden Projekte auch billiger.